übliche Geschäftsidee. In einem Schwarzwaldhotel entscheidet der Gast, wie viel er bezahlen will. Funktioniert das auch im Alltag? Mit Zahlen nach Gefühl. Was der Service in Deutschland wirklich wert ist. Jetzt im Blitz. Im Schwarzwald gibt es einen Hotelier, über den seine Kollegen nur den Kopf schütteln. In seinem Haus soll jeder Gast nämlich nur so viel bezahlen, wie ihm sein Zimmer und der Service auch wirklich wert sind. Alle sagten ihm, mit dieser Idee bist du in ein paar Wochen pleite. Tja, ob es ihn immer noch gibt und nach welchen Kriterien die Gäste die Preise selbst festlegen, das zeigen Ihnen Barbara Harnisch und Frank Lederbogen. Idyllischer Schwarzwald und mittendrin Sassbachwalden. Hier gibt es nicht nur einzigartigen Wein, sondern auch ein einzigartiges Hotel. Der Gast zahlt hier nur das, was er will. Minimum 1 Cent pro Nacht und Person für Übernachtung und Frühstück. Zufriedene Gäste können im Hotel von Klaus Wagner natürlich auch den Richtpreis von 45 Euro bezahlen. Als die Idee geboren wurde, hat der komplette Freundeskreis uns für völlig verrückt erklärt und hat uns maximal 4 bis 6 Wochen gegeben, wie wir das überleben werden finanziell. Nach unten war herausragend 2,50 Euro pro Nacht und Person, inklusive Frühstück wohlgemerkt. Und von der Argumentation her fand ich amüsant, dass ein Zahnputzbecher zu groß war. Der hat uns 30 Euro pro Nacht gekostet. Kann ein Geschäftsmann so wirklich überleben? Auch wenn Klaus Wagner von seiner Idee und seiner Leistung am Kunden überzeugt ist, am Zahltag ist ihm immer mulmig zumute, denn die Gäste sind unberechenbar. Eine Einschätzung habe ich am Anfang mal versucht, was die Gäste betrifft. Zahlen sie voll, zahlen sie nur zum Teil. Zocken sie uns richtig ab und da lag ich also wirklich total daneben. Deswegen ist es eine ganz spannende Sache. Mit Spannung erwarten wir mit versteckter Kamera die Hotelgäste. Wollen wissen, welche Ausreden vorgebracht werden, um nicht die 45 Euro pro Nacht und Person im Doppelzimmer zahlen zu müssen. Wir waren aber der Meinung, dass jemand am rechten und einfach nicht 40 Euro pro Person. Sie möchten 40 Euro zahlen, weil das Zimmer für Sie nicht so klein war. Das war jetzt Doppel- oder Einzelzimmer? Also zahlen Sie 80 Euro. Dieser Gast hat den Preis gedrückt. Wir fragen, warum? Angenehmes Haus hier. Ja. Liegt sehr ruhig. Schöne Wahl, schönen Ausblick für mein Zimmer nach. Gab es keine Beanstandung? Nee. Aha, er hat also nur gefeilscht. Wenn er jetzt sagt, es war alles in Ordnung, dann war er sehr geschickt. Schon nach dem ersten Gast sind 10 Euro weniger in der Kasse als geplant. Damit es nicht noch mehr Abzüge gibt, sorgt Anita Wagner für Ordnung in den Zimmern, während ihr Mann auf die nächsten Abreisenden wartet. Was möchten Sie denn bezahlen? Das sei Ihnen gleich. Also ich ziehe erstmal 5 Euro ab für die Feststellschraube von der Handbrause, die da der letzte Gast wohl nicht mehr rangemacht hat. Dann tue ich 5 Euro drauf für die Zahnbürste. Drauf oder runter? Drauf. Dann tue ich 5 Euro drauf für die Zahnpasta. Und dann tue ich 5 Euro drauf für die freundliche Aufnahme und für die Herzlichkeit und möchte für die 2 Zimmer 60 Euro bezahlen. Jetzt blicke ich nicht mehr durch. Was möchten Sie bezahlen? 60 pro Person. Im Ernst? Ja. Das klingt gut. Da freut sich das Unternehmerherz und in der Kasse klingelt mehr Geld als erwartet. Sowas passiert relativ selten, dass ein Gast mehr bezahlt, also geringfügige Beträge im Rahmen eines ganz normalen Trinkets. Kommt schon vor, 5 Euro, 3 Euro, aber dass jemand so deutlich mehr bezahlt, kommt selten vor, muss ich zugeben. Für den Hotelier aus dem Schwarzwald bleibt unterm Strich mehr als eingeplant. Bezahlen, was man will. Eine ungewöhnliche Geschäftsidee, die wir jetzt an einer stinknormalen Pommesbude ausprobieren wollen. Wir versuchen den Preis zu drücken, weil die Pommes angeblich zu hart waren. Also richtig lecker war es nicht. Also eigentlich würde ich gerne ein bisschen weniger bezahlen. Aha. Aber dann könnte jeder kommen. Ich würde jetzt einmal was essen, weil das schmeckt mir nicht. Dann hätte ich ja 50 Mannspiele sagen wollen. Ja, ist so. Die Damen vom Grill haben offensichtlich Angst vor Schnorrern. Wir erzählen von der Geschäftsidee aus dem Schwarzwald. Sie können sich das hier nicht vorstellen. Nein, absolut nicht. Hier fehlt wohl das Vertrauen in die eigene Dienstleistung. Jetzt bitten wir den Friseur Michaelis, für einen Tag die Preise locker zu lassen. Hier soll heute nur nach Leistung bezahlt werden. Filialleiterin Pierzort betrachtet die Aktion mit Skepsis.
Ich denke, dass viele Leute das ausnutzen würden, wenn sie die Preise selber bestimmen könnten. Weil doch viele Menschen heutzutage sparen möchten. Und an welchen Dingen sollte man sparen, wenn dann nicht am Friseur? Verkleidet und mit versteckter Kamera beobachten wir auch hier die Kunden. Hat Beate Pierzfort recht und die Preise werden wirklich gnadenlos gesenkt? 30,50 Euro müssen Sie bezahlen. Echt? Ja. So, ich bezahle mal 25 Euro. Ja? Gut. Wir wollen wissen, warum die Kundin heute weniger zahlt als sonst. Naja, weil es halt auch ein bisschen verlockend ist, dass man auch ein bisschen was sparen kann und weil ich sowieso regelmäßig hier hinkomme, dachte ich mir, das habe ich nicht. Feilschen macht Spaß. 5,50 Euro weniger in der Kasse. Schon kommt die nächste Kundin. So, dann sind sie geschnitten worden, geföhnt, Spezialwäsche, Festiger und haben die Augenbrauen gesagt. Normalerweise kostet eine solche Spezialbehandlung 50 Euro. Was möchten Sie jetzt heute noch bezahlen? 34 Euro. Warum hat die Dame nicht den vollen Preis gezahlt? Wir fragen nach. Ja, weil es günstig war. Hat mit der Qualität nichts zu tun. Satte 16 Euro gespart. Aber lange nicht jeder ist so dreist. Trotz der Aktion würde ich es gerne normal bezahlen, weil das ist immer schwer zu sagen, was es einem wert oder nicht. Und man will ja auch fair sein. Aber ich hoffe, Sie waren zufrieden. Ja, natürlich. Also dann sagen wir einfach mal 75. Also es sind 65. 65? Ja. Beim Friseur scheinen doch die meisten Kunden zufrieden zu sein. Der Preis, den ich hier immer gezahlt habe, einverstanden. Es ist nicht wenig, aber ich bekomme jedes Mal für meine problematische Nase eine prima Frisur. Und für eine prima Frisur zahlt Frau auch schon gerne mal etwas mehr. Am Ende dieses ungewöhnlichen Tages macht Beate Pierzfort Kassensturz. Also ich schätze die Aktion sehr, sehr positiv ein und wäre für meinen Teil sehr davon überzeugt, diese Aktion nochmal wiederholen zu dürfen. Ist der Kunde also zufrieden, zahlt er in der Regel auch. Das gilt für den Friseur und ebenso für das Hotel. Nach anfänglichem Zweifel zieht Hotelier Klaus Wagner positive Bilanz. Ich bin froh, dass die ersten 3 Monate hinter uns liegen, aber ich bin deswegen froh, weil meine Vermutung eingetreten ist, dass wir es finanziell überstehen werden. Wir haben es überstanden und wir werden diese Aktion unbegrenzt fortführen. Klaus Wagner und unser Test haben es gezeigt. Wer immer gut bedient wird, der zahlt auch gerne. Gibt es ein besseres Argument gegen die Servicewüste Deutschland?